große Erleichterung in Grünberg. Beim Spiel der zweiten Basketball-Bundesliga der Frauen traten die Heimmannschaft Bender Baskets Grünberg gegen die TG Neuss an. Trotz eines anfänglichen Zögerns gingen die Grünbergerinnen bald in Führung. Dazu Trainer Matthias Alva. Ich denke, dass wir heute ein wichtiges Spiel gegen Neuss hatten. Wir hatten eine schwere Aufgabe vor uns. Neuss ist neben uns das Team, was unten mit drin steckt. Also wir wussten um die Bedeutung der Partie. Wir haben offensiv einiges verändert. Wir haben im Pick-and-Roll-Verhalten heute einen guten Schritt nach vorne gemacht, haben uns da in gute Situationen reingebracht, um auch zu punkten. Wir haben deutlich mehr als in den letzten Spielen unseren Fast Break entwickeln können und auch einfache Punkte machen können. Hauptfaktor war für mich heute die Verteidigung. Da haben wir es geschafft, im 1 gegen 1 einen sehr guten Job zu machen und sehr, sehr hohen Druck zu entwickeln, dass Neuss das offensive Spiel gar nicht erst aufnehmen konnte und wir sie eigentlich von den ersten Optionen weggenommen haben und dadurch auch viele leichte Ballgewinne hatten. Und so endete das Spiel mit 82 zu 58 für die Grünbergerinnen. Wie sehen die Ziele für den Rest der Saison aus? Also was wir auf jeden Fall jetzt natürlich erreichen wollen, dass wir speziell zu Hause gegen unsere direkten Konkurrenten oder auch auswärts gegen die Teams, die unten mit drin stecken, natürlich punkten müssen, das ist uns bewusst. Andere Mannschaften haben jetzt in den letzten Wochen sich da, Jena zum Beispiel mit 2 Siegen in der Vergangenheit, sehr gut in der Liga auch, jetzt zurückgemeldet und wir müssen unsere Hausaufgaben zu Hause machen und müssen auch gegen die guten Mannschaften mit einer niedrigen Fehlerquote uns lange im Spiel halten und auch da, sage ich mal, die Chancen haben gegen die Top-Teams. Ich denke da nächste Woche an Rothenburg zum Beispiel, einfach auch zu gewinnen und eine Siegchance zu haben.